Landschaft mit Baggern und Sand. Können wir da mal hingehen? Ja, gerne. Also für mich wäre das früher ein Traum gewesen. Erklären Sie mir mal, was das alles kann. Das ist unser lieber Raupenbagger. Okay. Der Bagger ist im Prinzip Baggern wie die Profis, im Kleinformat. Also wir haben hier mit Liebherr nicht nur zusammengearbeitet, was eben die Außenform angeht, sondern wir haben uns ganz genau angeguckt, wie gesteuert wird, wie Bagger gesteuert werden. Wir haben über die Fernbedienung hier Joysticks, eben wie der Original-Baggerstuhl Joysticks hat. Wir haben WIP-Schalter, wo ich die Ketten fahren kann. Und so kann ich mit dem Bagger nicht nur auf der Ebene baggern, sondern ich kann auch in den Graben baggern. Darf ich mal baggern? Ja, natürlich, gerne. Die bewegen das für die Schaufel, aha. Mit den beiden Joysticks. Also es verlangt ein bisschen Übung, ist aber ein durchaus realitätsnahes Gerät, würde ich mal sagen. Was muss ich denn für so ein tolles Gerät jetzt als Mama oder Papi berappen? Der Bagger wird beim UVP von 249,99 Euro liegen. Welche Altersgruppe spricht das an? Wir haben Kinder, die schon ab 3, 4, 5 Jahren baggern. Das sind mit Sicherheit auch Kinder, die da affin sind, aber mit ihren Eltern zusammen machen die das durchaus in dem Alter. Wir haben natürlich viele Erwachsene, die unglaublich gerne baggern und das nachempfinden. Mhm. Es geht eben darum, dass das Baggern dann nachzuempfinden, wie ich es auch draußen auf der Baustelle mache, einen Hänger zu beladen, das abzutransportieren. So. Aha, dreht sich einmal 360 Grad, kein Problem. Er dreht sich auch weiter, also er hat tatsächlich keine Beschränkung drin. Und die Mami kann es auf jeden Fall. Sehr schön. Wo geht die Reise hin bei euch? Viele Firmen haben hier jetzt schon Apps und gehen auch ins Digitale. Wie sieht es bei euch aus? Also wir sind durch die Technik, die wir bei Sico Control haben, ja sowieso im Bereich der Funkfernbedienung. Da steckt eine ganze Menge Technik drin. Das heißt, das machen wir sowieso. Alles das, was kommt an Verbindungen mit anderen Medien, da gibt es natürlich tausende von Ideen, an denen auch gearbeitet wird. Aber es ist auch mal ganz schön, wenn es einfach klassisch bleibt, finde ich. Ja. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch viel Erfolg auf der Messe. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Tschüss. Danke.